Hallo zusammen bei Auf den Kopf gestellt, unsere Interviewreihe hier im Erlebnispark von Tripsdrill. Heute mit dem Intendant des Stadttheaters Heilbronn. Herzlich willkommen, Axel Vornam. Karacho machen wir diesmal. Das heißt, das ist wirklich auf den Kopf gestellt. Viermal Überschläge. Warum haben Sie sich ausgerechnet das ausgesucht und nicht die Mammut, wo wir zweimal so gemütlich mit Herrn Gall und Herrn Schulze gefahren sind? Na, weil es am meisten mit dem Theater zu tun hat. Mit Karacho aufs Publikum zu. Die Inszenierungen gehen auch mit Karacho los und die Proben. Also insofern muss man was riskieren und Theater ist tägliches Risiko. Ja, das werden wir jetzt ganz live erleben, dieses tägliche Risiko. Sind Sie auch ein Mensch, der das Risiko sonst so im Privaten liebt, in Extremsituationen? Oder? Doch, manchmal schon. Also wenn wir wandern gehen, dann muss das manchmal Hardcore-Wandern sein. Dann muss es, ja. Das wird jetzt auch Hardcore, weil wir werden hier herauskatapultiert mit diesem Motor mit 2000 PS in 1,6 Sekunden, 100 km/h und vierfach Überschlag. Also Karacho gilt da tatsächlich. Und jetzt starten wir mal durch. Gut. So, bevor es jetzt losgeht, die wichtigste Frage, warum wird man eigentlich Intendant? Weil man selber das Steuer in der Hand haben will. Und das ist eine Erfahrung gewesen der letzten Jahre oder meiner Karriere so als Regisseur, dass ich sage, ich möchte gerne selber Theater steuern und auch die richtigen Leute zusammenbringen. Das macht Spaß zu gestalten. Und vor allem, wie wird man denn Intendant? Kann man ja nicht lernen, den Beruf, oder? Nee, es gibt keinen Lehrberuf, aber das ist einfach Erfahrung, dass man sozusagen als Regisseur anfängt, Schauspieldirektor, Ensembleleiter ist und dann wächst man da so langsam rein und dann muss man irgendwann sagen, jetzt will ich das machen und ins kalte Wasser springen. Jetzt springen wir auch ins kalte Wasser, jetzt geht es nämlich mit Karacho los. Und da haben wir kein Steuer in der Hand, sondern jetzt sind wir ausgeliefert. Das und ist gut, ab geht's. Ach, jetzt geht's wirklich ab. Das geht jetzt wirklich los. Jetzt geht's wirklich los. Was macht denn besonders Freude am Stücke inszenieren? Sie sind ja nicht nur Intendant, sondern eben für auch Regie inszenieren Stücke. Jetzt gerade Madame Bovary ist sehr, sehr erfolgreich, hochgelobt. Ja, das Schöne ist, dass man mit Schauspielern zusammen Entdeckung machen kann, Figuren entwickeln kann und natürlich sich zu heutigen Geschichten und zur heutigen Entwicklung verhalten kann. Und toll ist natürlich auch das ganze Kreative dabei, dass man nicht von vornherein weiß, wie das wird, was da wird. Bei aller Vorbereitung. Hoppala. Ist das auch immer ein Entdeckungsprozess? Ja, Entdeckung, ja, Abenteuer sozusagen. Ja, Abenteuer pur, das kann ich mir vorstellen. Kann man die Schauspieler immer besser machen, dann auch wenn man so ein Stück entwickelt? Naja, wenn man länger zusammenarbeitet wie jetzt mit einem festen Ensemble, entwickelt man natürlich also auch eine bestimmte Spielweise, eine bestimmte Art und Weise im Umgang mit Texten und auch mit Situationen. Also es ist tatsächlich so, dass ein Ensemble wie eine gute Fußballmannschaft Jahre braucht, um zu reifen. Wenn man auch selbst mal auf der Bühne dann stehen, dass man sagt, Mensch, Schauspieler hat ja auch was, nicht nur dahinter stehen. Nee, da habe ich keinen Ehrgeiz. Ich habe meine ersten Schritte gemacht als junger Mensch im Studententheater. Aber da muss ich sagen, war mir das total peinlich, vor Menschen zu agieren, wollte ich nie wieder machen. Und das war für mich damit abgeschlossen. Dann habe ich gesagt, ich setze mich nach unten in den dunklen Raum und inszeniere lieber. Jetzt haben wir die erste Runde hinter uns. Noch gar nicht alle Fragen. Schaffen wir noch eine? Ja, sicher. So, abergläubisch sind wir ja nicht. Die erste Runde haben wir geschafft. Sind Sie abergläubisch? Beim Theater ist man das manchmal, oder? Ja, es gibt da ein paar Rituale, aber wirklich abergläubisch bin ich nicht. Aber es gibt Dinge, an die ich mich halte, weil die haben auch mit Respekt gegenüber der Bühne zu tun. Man pfeift nicht, man trägt keine Mütze auf der Bühne, man isst nicht auf der Bühne privat, man legt die Füße nicht auf den Sitz vorne drauf und so. Da gibt es ein paar Sachen, die haben aber auch mit dem Respekt gegenüber der Bühne zu tun. Das ist ja ein bisschen ein heiliger, geschützter Raum. Gut, jetzt kommen wir nicht in den geschützten Raum, sondern in den freien Raum. Los geht's mit der zweiten Runde. Jo, dann. Schauspieler, denkt man immer, sind ja auch ein bisschen komplizierte Menschen. Wie ist denn so Ihr Führungsstil? Muss man da auch mal laut werden? Da ist jeder Schauspieler anders. Man muss jeden Schauspieler auch in Probensituationen unterschiedlich ansprechen. Manche brauchen viel Streicheleinheiten, manchen muss man ein bisschen mit Nachdruck über die Schwelle halten. Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auch auf die Situation an. Wenn man als Intendant für so ein Theater und für verschiedene Spielstätten verantwortlich ist, ist man da ab und zu auch mal dünnhäutig, auch wenn man vielleicht sich mal ein bisschen falsch beurteilt fühlt von Kritiken, lässt man das an sich heran? Ja, na klar ist man manchmal auch dünnhäutig, gerade bei eigenen Inszenierungen ist sowas. Also weil man dann 6 Wochen oder 8 Wochen sich da reingekniet hat und hart gearbeitet hat, dann braucht man auch eine gewisse künstlerische Sensibilität. Aber ich denke, das muss jeder Künstler auch haben.
Man muss damit leben, dass man es in jedem Moment immer so verstanden wird, wie man es gerne hätte. Auch mit Inszenierung nicht oder mit Filmen oder mit Büchern. Das gehört zum Leben dazu. Aber die Sensibilität will ich mir auch bewahren. Wie macht man sich denn eigentlich Gedanken, was der richtige Spielplan ist, wie man die Schwerpunkte setzt? Naja, erstens hat das was damit zu tun, dass man mit offenen Augen durch die Welt geht. Also im Sinne von, ich muss wissen, welche Themen die Leute ansprechen und welche Themen die Menschen bewegen. Und danach baut man dann einen Spielplan zusammen. Also erstmal muss man gucken, was ist jetzt eigentlich spannend auf der Welt? Worüber reden die Leute? Was bewegt die? Und dann sucht man entsprechend die Stücke dazu zusammen, also sowohl klassische Stücke, moderne, zeitgenössische. Und das ist dann so ein Arbeitsprozess, der geht über ein Viertel, ein halbes Jahr, bis man dann den Spielplan so zusammengebaut hat. Wie nimmt man das Feedback des Publikums dann mit auf? Ist ja auch wichtig. Einerseits brauchen sie die Abozahlen, andererseits kann man sie ja nicht jedem recht machen. Nee, klar merkt man das. Klar merken wir, wie bestimmte Inszenierungen gelaufen sind, wie Leute sozusagen darauf reagieren. Und wir haben ja auch viel Feedback einfach durch Zuschauer, die mich jetzt, also jetzt sind wir jetzt 7 Jahre schon da, da kommen natürlich Leute zu und reagieren drauf oder beschreiben oder sagen, das fanden sie toll, begründen das auch oder das weniger oder erzählen die wie bei Enron oder auch wie bei Exit Europa, dass sie noch tagelang da später mit Kollegen oder Freunden diskutiert haben. Und das ist natürlich schön, wenn sowas in das Theater passiert. Manchmal kriegen wir auch Haue, wo jemand das, den Humor nicht hat für Horrorlage oder so. Ja, jemand, ja. Also wir plädieren für den Kannibalismus oder so. Das gehört auch mit dazu. Also allen recht machen kann man es nicht. Jetzt haben wir ein bisschen Vergangenheit, ein bisschen Gegenwart. Ich glaube, wir müssen noch in die Zukunft blicken. Eine Runde müssen wir noch fahren, damit wir auch wissen, was die Visionen für die Zukunft sind. Ich habe ja noch nicht viel gesehen bei der Fahrt. Also ich muss. Dann haben wir Zeit jetzt. Wie politisch korrekt muss eigentlich Theater sein? Eigentlich gar nicht. Weil ich denke, wenn ein Theater sich anpasst an Mainstream, dann ist es verloren. Das muss eigentlich gegen den Stachel löffeln. Also insofern politisch korrekt, das gehört nicht auch zu gehen. Jetzt blicken wir in der Zukunft. Man muss ja auch immer neue Kundenkreise gewinnen. Digitale Zukunft. Wie gehen Sie damit um? Welche Visionen haben Sie, um auch neue Schichten anzusprechen? Naja, wir sind ja sehr aktiv, was Social Media anbelangt. Ja. Da sind wir auf allen möglichen Plattformen unterwegs. Und wir sind ja auch als Theater mit unseren Aktivitäten dort. Das ist ein Best Practice Beispiel, also was oftmals in anderen Theatern auch nachkommt. Ja. Und gerade junge Leute spricht man über diese Dinge viel stärker an als über andere Sachen. Wie ist eigentlich die Zusammenarbeit? Sie haben ja auch klassische Handwerker im Theater, klar, mit Künstlern, wie funktioniert das? Ja, das Spannende ist natürlich, dass die zum Teil die verrücktesten Sachen dann umsetzen müssen. Und da reicht das dann gar nicht mehr aus, dass man einfach nur Tischler ist, sondern man muss dann auch ein Tischler sein, der Kniffe kennt, die man so normalerweise als Handwerker gar nicht haben muss. Das sind also wirklich auch zum Teil wirklich Künstler, die da zugange sind. Was ganz Neues ist jetzt Box. Geht's los demnächst? Was kann man sich davon vorstellen? Naja, Box wird als Spielstätte einfach für ein ganz junges Publikum geöffnet werden. Und meine Vision ist, dass das irgendwann dann die Box auch wirklich Ganztagsbetrieb hat. Dass man sagt, von morgens bis abends ist da Theater, dann sind andere Veranstaltungen da, Clubs sind da. Also wir wollen ja da auch verschiedene Formate auflegen, wie Slambox und alles Mögliche, also Jukebox. Also dass das wie eigentlich ein Ort wird, wo man weiß, ich kann dann so wirklich den ganzen Tag dahin gehen, irgendwas ist da, ob Vorstellungen oder andere Geschichten. Und wie erholt man sich denn von so einem stressigen Internet-Shop? Work-Life-Balance, gibt's das? Am Wochenende einfach mal auf die Terrasse und in den Himmel gucken. Und kochen. Kochen? Ja, ich koche leidenschaftlich gern. Ja? Gibt's ein Lieblingsgericht, was ihr damit? Alles mögliche. Ich koche alles, was es gibt. Also von richtig Hausmannskost bis zu relativ raffinierten Dingen, die ich dann manchmal auch aus Kochbüchern nachkoche. Das ist für mich Entspannung pur. Und das mit dem Himmelblicken, das hatten wir jetzt zur Genüge mit 3 Fahrten. Genau. Danke, dass Sie Zeit genommen haben und alles Gute. Danke. Die Heilbronner Stimme, Hohenloher Zeitung und Kraichgau Stimme. Lesen, wissen, mitreden.